Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, heute gibt es die nächste Squad Player Challenge. Ja, in diesem Video, ich glaube heute kam sogar schon eine, also ich denke ich werde die beiden an einem Tag hochladen. Und zwar gestern war es, wie hieß es, die falsche neuen Flügel oder so irgendwie. Falsche neuen Flügel, genau. Die kam ja heute schon. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, checkt sie aus. War jetzt aber eigentlich auch nicht so krass, also auch die Belohnung nicht. Man hat nur Münzen gekriegt und das war nicht mal viel, also von daher ja, eigentlich relativ unnötig. Hier bekommen wir ein Premium Goldspieler Set, also ein 25k Set, und ich habe mich letztendlich für diese Kombination entschieden. Ich hatte alle im Verein, von daher habe ich die extra, ich habe ewig herumprobiert, es ging auch, theoretisch hätte es auch schneller gehen können, sag ich mal so. Ich habe jetzt eine Weile rumprobiert mit den Spielen, die ich halt im Verein hatte, weil ich keinen Bock hatte, dafür Geld auszugeben. Man braucht halt nur Goldspieler, insgesamt genau 4 Ligen, genau 5 Nationen, maximal 3 von der gleichen Nationalität und eine Mindestchemie von 75, und es durften nur Goldspieler sein, ohne Torwart. Ja, dann habe ich hier die drei Franzosen genommen aus der Ligue 1, dann ihn aus der Ligue 1 als Spanier, dazu dann hier zwei andere Spanier aus einer anderen Liga, einmal BBV und einmal russische Liga, dann hier einmal die russische Liga mit einem Russen Strongling, dann auf der rechten Seite einfach nur irgendeinen aus der Ligue 1 genommen, die Ra in dem Fall mit kein Forster Skills, ein Loan Rating, deswegen der wird auch nicht kosten, dann Damjanovic einfach als Random, einfach irgendeine Liga, irgendeine Nation noch dazu bekommen, so dass ich auf alle, ja, Sachen komme, die man braucht. Ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so teuer. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass hier irgendeiner was kostet. Von daher kann man, denke ich mal, so das Team abschicken. Ist relativ billig, denke ich mal, eine der billigsten Varianten vielleicht. Zumal ich halt keinen davon gekauft habe. Kein Torwart-Challenge abgeschlossen. Wir kriegen ein Premium-Goldspieler-Set, also ein 25k Set. Geile Sache, würde ich sagen. Gucken wir uns das gleich mal an und öffnen das auch gleich mal. Und hoffen natürlich immer noch mit Ronaldo im Team of the Week. Dazu noch Lewandowski und andere, dass wir, ja, einen Inform oder irgendwas Besonderes ziehen. Ich möchte Marco Reus auf dem Cover haben. Marco Reus, bitte gib mir was Gutes. Bitte. Marco Reus, eine größere Sternschnuppe. Dybala! Als ob, Dybala! Oh mein Gott, Leute! Nein, Dybala, der ist, glaube ich, fast 200k wert. Rose. Alter, scheiße. Der ist, oh mein Gott, 200k ist der fast wert, 180.000 Münzen. Fuck, Leute, das ist das geilste Pack bisher von den Squad, nee, nach Modric. Nach Modric das beste Pack aus den Squad Bear Challenges. Vom Preis her ist es sogar das beste, weil Modric war im Endeffekt nur 80k wert. Er kostet 180.000 Münzen und oh mein Gott, Leute, einfach fucking Dybala aus einem 25k Pack von den Squad Builder Challenges. Die lohnen sich einfach so unnormal. Ich habe nichts ausgegeben dafür und letztendlich einfach mal 180.000 Münzen reingekommen. Natürlich ist das jetzt unnormal Glück hier. Er könnte auch noch für ein bisschen was gehen, genauso wie Rose. Ja, ist auch nicht so krass. Die behalte ich beide einfach mal für weitere Challenges. Ein Bremer mit Grillage. Grüße gehen raus an Kevin. Oh mein Gott, Leute. Scheiße. Oh Mann, Alter. Ich freue mich einfach. Richtig geile Sache. Zwar keine Inform, aber who cares, Alter. Ich habe Dybala gezogen. 180.000 Münzen wert. Mal gucken, vielleicht kommt zu ihm noch irgendein Video von in Richtung Squadbuilder-mäßiges. Mal gucken, was ich da bringen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Die Squadbuilder-Challenge, baut sie nach, ist billig. Hat sich in dem Fall sogar gelohnt. Richtig geile Aktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein.